Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Hagelshop-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 49 Euro. Ich habe da irgendwie einen Code gehabt, dementsprechend gab es das irgendwie ein bisschen günstiger. Und ja, hauptsächlich Haarprodukte sollen da drin enthalten sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Designtechnisch macht er jetzt nicht so ultra viel her. Er ist relativ schlicht gehalten, aber er ist sehr groß und er ist irgendwie weihnachtlich, ne? Wenn auch schlicht. Aber wir gucken jetzt einfach mal rein und starten mit der Nummer 1. Okay, also das ist ein Kläppchen-Adventskalender, aber es ist einer der hochwertigen Variante, weil wir hier quasi noch so ein Papp-Inlay haben, wo die Produkte so drin sind und nicht alles aus Plastik ist. Das finde ich klasse. Von Vella Professionals haben wir Fusion Shampoo 50ml Intense Repair Shampoo. Das finde ich super und ich glaube, dass wenn ich die Produkte aus diesem Adventskalender verwende, ich immer dieses frisch vom Friseur-Gefühl haben werde. Da freue ich mich richtig drauf. Das nenne ich mal durchdacht, denn direkt in der 2 haben wir den dazu passenden Conditioner. Fusion Conditioner von Vella Professionals, 30ml. Und ja, eigentlich brauche ich persönlich genauso viel Conditioner wie Shampoo. Deswegen finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass weniger Conditioner drin ist. Eigentlich sollte man aber auch nur, also mache ich ja auch, aber ne, Shampoo nimmst ja, ach Quatsch, Shampoo machst ja für oben, ne, bis hier quasi. Und Conditioner von hier bis hier quasi. Also immer so von Ohr oder von Schulter, je nachdem wie lang die Haare so sind, ne? Und ja, ich werde es verwenden, ich freue mich. In der Nummer 3 haben wir eine Handcreme. Okay, okay, ja, dass eine Handcreme drin ist, war mir irgendwie bewusst, dass es schon so früh kommt, ne? Egal. Handcreme Number 1, 3, mit die, nein, die Dreifachwirkung für schönere Hände mit Lichtschutzfaktor 15 von Alcina mit 20ml. Ja, ist okay. Lichtschutzfaktor 15 ist ein bisschen wenig, aber immerhin Lichtschutzfaktor und immerhin denken die auch dran. An den Händen siehst du halt das Alter, ne? Also ich habe so relativ vernarbte und kaputte Hände, einfach durch meine Kindheit bestimmt, da sind Sachen passiert und ja, bei mir wird es halt nie wunderschön glatt und babyweich aussehen, aber ja, ne? Da kann man auf jeden Fall gut was mit anfangen. In der 4 geht's Gott sei Dank weiter mit den Haaren und zwar von Keune, sagt mir nichts, Care Keratin Smooth Shampoo. 80ml haben wir hier drin enthalten, das ist eine schöne Größe. Ich finde, das fühlt sich hier jetzt vom Fläschchen relativ hart an. Bei mir ist es so, dass ich relativ schnell dazu übergehe, solche kleinen Produkte über Kopf zu lagern, damit ich auch wirklich alles am Produkt rausbekomme. Aber das kriegen wir schon voneinander. Ich freue mich auf jeden Fall drüber und Keratin tut meinen Haaren auch wirklich gut. Ich hatte schon fest damit gerechnet, dass wir direkt danach die Spülung bekommen, den Conditioner. Und hier haben wir auch die 80ml drin enthalten. Das finde ich echt so super überlegt, finde ich wirklich geil mit Keratin und ja, gegen frizziges Haar. Und ich habe wirklich frizziges Haar. Gerade wenn ich jetzt ständig mit meiner Weihnachtsmütze unterwegs bin, ich sehe aus wie in eine Steckdose gepackt. Wahnsinn. Ja, cool. Oh, zu Nikolaus erwartet uns mal ein bisschen was anderes. Und zwar was für den Körper von Molton Brown. Ein Bath and Shower Gel Heavenly Ginger Lily. Also das ist Ingwer mit 50ml. Würde ich auch als Unisex-Duft bezeichnen, oder? Wobei Ingwer passt natürlich auch sehr in diese ganze Weihnachtsgeschichte, ne? Ja, es ist wirklich Unisex. Es ist sehr würzig. In der Nummer 7 erwartet uns von Glint Malibu Smoothing Cream Anti-Frizz Heat Protection. 30ml haben wir hier drin. Das ist eine glättende Anti-Frizz-Cream. Das heißt, das wäre etwas, was man sich dann hier so an den Tisch stellen könnte und dann, wenn ich hier sitze und ein Video drehe, vorher schön so in die Länge geben kann, damit man nicht diese frizzigen Haare hat. Das finde ich wirklich passend für mich tatsächlich und freue ich mich drüber. Mega. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir etwas drin. Serie Expert von L'Oreal Professional. 100ml Resveratrol Vitamino Collar. Ein Shampoo, was halt so die Haarfarbe etwas besser festhalten soll. Kann man natürlich so sehen, dass es eher für koloriertes Haar ist, was ich nicht habe. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass es dadurch, dass es für koloriertes Haar geeignet ist, auch sehr feuchtigkeitsspendend ist und so. Das heißt, das werde ich so oder so auch verwenden können. Und warum freue ich mich da so drüber? Ich habe das öfters mal gesehen und wollte mir das auch mal bestellen. Ich habe auch mal eine Probe davon gehabt oder so, war aber immer zu knickerig. Das heißt, das ist mir immer schon im Kopf gewesen. Nicht unbedingt jetzt diese Reihe, aber finde ich sehr interessant. Und hier haben wir auch richtig so ein Aufklappvieh. Finde ich super. Und das riecht auch so ein bisschen beerig. Oh, das riecht gut.
In der Nummer 9 dürfen wir uns nicht über den dazugehörigen Conditioner freuen, sondern über L'Oreal Serie Expert Color 10-in-1. Das ist ein Perfecting Multipurpose Spray for Color Treated Hair. Okay, also 45 ml von einem, ja, nach dem Duschen Spray quasi, ne? Dass du da nochmal so ein bisschen was in die Haare reingibst. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Also auch das kann ich mir gut vorstellen, dass das was für mich ist, ne? Oh, wir haben ein weiteres Spray hier drin in der Nummer 10 von Schwarzkopf BC Bonacure Hyaluronic Moisture Kick Spray Conditioner for Normal to Dry Hair. Und da sind 50 ml drin. Und sowas gibt man sich halt auch dann wirklich, nachdem man die Haare gewaschen hat, in die Haare rein. Mache ich immer, um da besser durchgehen zu können. Und auch Feuchtigkeit, das kann man im Winter gut gebrauchen, weil durch diese Heizungsluft oder durch, ne, das ist alles trockener dann im Winter tatsächlich. Braucht man und brauchen auch die Haare mehr Feuchtigkeit und da kommt das echt gut. Stimmt, wir hatten noch gar keine Haarmasken hier drin. In der 11 kommt unsere erste Haarmaske dann um die Ecke. Und zwar von Semi Dilino Reconstruction Damaged Hair, eine reparierende Haarmaske. Alpha Parf Milano, okay. 50 ml sind hier drin enthalten und das finde ich gut. Also ich mag Haarkuren, Haarmasken, wie auch immer. Verwende ich dienstags und freitags. Riecht jetzt soweit nach nichts, aber da freue ich mich drüber. Halbzeit Goldwell. Interessant. Kera Silk Revitalize Nourishing Shampoo, also ein nährendes Shampoo mit 30 ml Eiweißöl. Das ist wirklich ein süßes Röbchen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Aber trotzdem finde ich interessant. Wir haben hier relativ viel Produkte so mit Keratin und sowas mit dabei. Da muss man aufpassen, dass man kein Olaplex verwendet, habe ich gehört. Weil das verträgt sich wohl nicht so wirklich. In der Nummer 13 haben wir etwas von GHD in der Travel Size. Und zwar ein Heat Protect Spray. 50 ml, das ist ja einfach gegen Hitze, ein Hitzeschutzspray. Ja, so kann man das auch sagen. Finde ich gut, kann ich gut gebrauchen. Jetzt, wo ich im Winter öfters meine Haare föhne und nicht immer nur Luft trocknen lasse, ist es auf jeden Fall auch für mich eine ganz gute Kiste. In der 14 haben wir was von Revlon drin und zwar Equave, ein Instant Detangling Conditioner von Normal to Dry Hair, 50 ml, auch das wieder so ein Sprühvieh. Also für mich ist dieser Adventskalender perfekt, ne? Weil ich sowas halt auch wirklich verwende. Ich weiß aber nicht, ob jeder sowas verwendet, ne? Dann könnte das ein bisschen schwierig sein, aber ich hatte kurz bevor dieser Hagelshop online kam, der Hagelshop Adventskalender online kam, nämlich eine Nachricht bekommen auf Instagram, falls du mir dann noch nicht folgst, gerne AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, wäre ein Träumchen. Auf jeden Fall, da habe ich eine Nachricht bekommen, ob ich einen fast ausschließlich Haarprodukte-Adventskalender empfehlen könnte. Da gab es den noch gar nicht, ne? Aber ja, das finde ich richtig cool, dass hier so viele Haarsachen drin sind, weil ich mich über sowas halt freue, ne? Ich beschäftige mich jeden Tag intensiv mit meinen Haaren und ja, yay! Oh lala, in der 15 haben wir etwas von Paul Mitchell drin. Mhm. Freeze and Shine Super Spray. Okay, jetzt hauen die gerade ein bisschen viele Sprays nacheinander raus, ne? Das ist nicht so abwechslungsreich. Für mich geil, weil ich die gerne verwende, aber nicht so abwechslungsreich. Hätten die ein bisschen anders verteilen können. Ein Finishing Spray, 50 ml. Die unterscheiden sich natürlich alle in ihren Applikationen bzw. in ihren Anwendungsbereichen, weil das ist eher so ein Produkt, was du dir quasi nochmal drüber gibst. Ich glaube, das ist so eine Art leichtes Haarspray oder sowas. Wenn du eine Frisur gemacht hast, dass da alles besser sitzt und dann halt nochmal ein Schein drüber kommt, würde ich jetzt eher weniger verwenden. Genau, auf das fertige Styling sprühen würde ich jetzt weniger verwenden als Leave-In-Conditioner, weil ist keiner. Noch ein Sprühvieh, Bumble and Bumble Hairdressers Invisible Oil, ein Primer quasi für die Haare, 30 ml. Das verwendest du, bevor du deine Haare stylst, ne? Also ein Pre-Styling-Spray. Auch nicht unbedingt was für mich, aber passend, dass es mit drin ist. Und ja, für Haarfreunde auf jeden Fall eine gute Geschichte. Invisible Oil, also das wird dann quasi nochmal so eine Pflege vorab geben, wenn man jetzt das Haar noch weiter strapaziert mit Toupieren oder, keine Ahnung, mit Hitzebehandlung oder sonst irgendwas. Wobei ich nicht weiß, wenn du vorher ein Oil drauf machst, ob dann Locken halten, ich glaube eher weniger. Aber interessantes Produkt auf jeden Fall, wenn man sich halt öfters mal eine schöne Frisur macht und die Haare nicht allzu sehr schädigen will. Ja, und wo wir gerade schon beim ganzen Styling sind, hier haben wir in der 17 ein Spray, Haarspray, Volumizing Hairspray, Big Finish 4 mit 50 ml, Goldwell Style Sign? Okay, läuft. Ja, das ist auf jeden Fall ein Haarspray. Und ja, wie gesagt, nichts unbedingt für mich, aber gibt genug andere Leute, die sich darüber mega freuen werden. Und ja, deswegen passt auf jeden Fall zum Adventskalender.
In der Weihnachtswoche haben wir ein weiteres Produkt aus meiner Yay-Yay-Reihe, L'Oreal Professional Paris Serie Expert, ein Lipidium Absolut Repair Shampoo, 100 ml sind hier drin enthalten und ja, das ist ein schöner Start in der Nummer 18 in die Weihnachtswoche, das gefällt mir, auch das hat wieder so ein Hochklopfi, ne, mag ich gerne. Riecht auch angenehm, das mag ich gerne leiden. Oh lala, in der 19 haben wir so einen richtigen Tiegel, das feiere ich gerade. L'Oreal Serie Expert Gold Quinoa und Protein Absolut Repair, das ist eine Haarmaske. Und hier haben wir 75 ml drin. Yay, das freut mich. Sowas freut mich wirklich sehr. Ja, das wird auf jeden Fall ausprobiert und Reparatur können meine Haare immer gut gebrauchen. Und das in so einem schönen Tiegelchen, ne, freut mich total. Oh mein Gott, es ist wirklich Gold, Leute. Guckt euch das mal an. Das finde ich jetzt spektakulär. Riecht gut. Richtig gut. In der 20 haben wir etwas von Maria Nila drin. Das habe ich schon mal gehört, aber noch nie in meinen Händen gehalten. True Soft Argan Oil Softening Hair Oil. Mag ich. Vegan, cruelty free und so weiter. 30 ml sind hier drin enthalten. Das ist toll. Das kann man sich auch wirklich dann so in die Längen reingeben und in die Spitzen, damit das Ganze wirklich so ein bisschen, ne, hübscher aussieht und wirklich die Haare auch pflegt dann noch. Finde ich gut. Jetzt hauen die echt in der Weihnachtswoche noch richtig raus. Hier haben wir eine 21, ein Styling Spray von Alcina, Natural irgendwas, 75 ml sind hier drin enthalten. Also, ne, da kann man sich jetzt wirklich auf Weihnachten vorbereiten, die Weihnachtsfrisur noch ein bisschen ausprobieren und sich ordentlich geben. Und am 22. Dezember geht der Styling-Marathon dann auch noch weiter mit Revlon Helps to Preserve Color, okay, dass deine Haarfarbe bleibt. 75 ml Style Masters, 2 Modular Medium Hold Hairspray. Ja, läuft, ne? Ist auf jeden Fall wieder ein Haarspray mit dabei. Irgendwie ein bisschen sieht das hier unten komisch aus, aber gut, so war es halt. Ja, ne? Noch ein Haarspray. Das geht jetzt gerade so ein bisschen viel aufeinander. Da wieder so komisch sortiert. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, erwartet man ja noch so ein bisschen Pfleger, aber es ist ja ein kompletter Pfleger-Adventskalender. Da haben wir von L'Oreal Paris Serie Expert Filler A100 und Aminosäure, keine Ahnung, Prolonger, eine Renewing Cream für die Längen und die Spitzen. Das ist ein Leave-In mit 50 ml. Auch das finde ich sehr, sehr praktisch und das wird mir gut gefallen. Ne? Das kann dann regenerieren und so und das mag ich. Und jetzt bin ich gespannt, was wir in der 24 drin haben werden. Hä? Weiß ich nicht. Ist das jetzt so ein spektakuläres Produkt? Ich weiß ja nicht, was das kostet, aber ja, Redken. 25 Benefits soll das haben. One United Multi-Benefit Treatment, yay, for all hair types, 30 ml. Würde ich persönlich jetzt nicht als das Ultra-Knüller-Produkt des Adventskalenders bezeichnen? Nee, irgendwie nicht. Aber das war in der 24, was willst du machen, ne? Auch so ein Leave-In-Fee. Oder du machst es halt nach 1 bis 2 Minuten raus, wenn du es nur leicht conditioned haben willst. Oder du lässt es halt drin, aber das ist doch keine 24. Also ein sehr verwirrender Adventskalender, ne? Er war cool, also der Inhalt gefällt mir, aber super merkwürdig verteilt. Wirklich, das hätte man doch ein bisschen mehr mixen können. Und die 24 war echt kein Knüller. Also da wäre irgendwie, ich weiß nicht, was da cool gewesen wäre. Eine Bürste oder so, irgendwas Aufregendes oder eine Full-Size von irgendwas. Wäre auch cool gewesen. Aber so 30 ml vom Spray, keine Ahnung, fand ich jetzt nicht so spektakulär. Aber an und für sich geiler Adventskalender, bestimmt mega toller Wert und so, ne? Aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde den toll, ne? Ich bereue definitiv nicht, den gekauft zu haben und werde auch vieles von weiterverwenden. Aber irgendwie, ja, hätte er besser sein können, finde ich, ne? Judy, das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender von Hagelshop. Ich setze euch den Link dazu in der Infobox rein, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist da mit meinen ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!